Redest du mit dem da? Ja. Ich verstehe. Okay. Meine Mutter war also Ritterin der Reue. Hätte sie sich auch so entschieden, wenn sie gesehen hätte, was aus der Welt geworden ist? Danke, dass ihr mir die bringt. Ich nicht. Redet ihr übers Internet? Was ist aus dieser Welt geworden? Drüber Kristall. Bin ich interessant, dass ich immer noch die Skelette habe. So, jetzt haben wir noch eine Nebenquest. Wo war ist noch da? Eine, aber die haben wir nicht angenommen. Ja. Oder ich jedenfalls nicht. Okay, die ist in einem Gebiet, wo wir noch nicht waren. Und wo ist die Hauptquest? Ich glaube, wir machen erstmal die Hauptquest, weil da müssen wir hier, wo wir gerade wieder waren, Kyowashard. Ja, Kakamin-Quest, Stufe 20. Ja, ja, die sind bei mir alle Stufe 20. Weil wir Stufe 20 sind da. Ja. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich irgendwo den Trank hier finde. Ja, das ist da, wo der Mörtel, das Symbol mit dem Topf und Mörtel. Achso, da. Okay. Tränke. Danke. So, gut. Machen wir mal ein bisschen eine Story weiter. Da müssen wir jetzt zu dieser Kathedrale oder so, wo wir schon mal waren letztens. Wo, keine Ahnung, wo wir irgendwie verschwunden sind, irgendwie, wenn wir da irgendwie näher hingehen. Also wenn ich da hingehe, sehe ich dich nicht mehr. Wenn du da hingehst, siehst du mich nicht mehr. Siehst du mich noch? Ich sehe dich noch. Jetzt sehe ich dich wieder, ja. Au. Wir wurden in Sünde geboren, als Kinder der Dunkelheit. Doch das Licht des Vaters kann durch Reue und Glauben gefunden werden. Wandelt im Licht. Bald dienen sie mir. Brutal. Gefällt mir. Was? Brutal. Gefällt mir. Wir müssen uns stets vor der Sünde hüten, Bruder. Ja, Mutter Oberin. Möge das Licht von Inarius jeglichen Frevel verbrennen. Mutter Oberin Prada. Euch von seinem Glanz abbringen. Möge die Rechtschaffenheit die Verderbnis auslöschen. Vertreibt eure Dunkelheit. Auf das nur mögen das Robin Licht Hood verbleibt. Sich ein Bein brechen. Vertreibt eure Dunkelheit, auf das nur das Licht verbleibt. Du bist ein krankes Schwein, Robin. Ja, hat Lorat euch nicht begleitet? Sieht man das nicht an meinem Tattoo? Ich bin eine sehr christliche Person, schau mich an. Was könnte jetzt wichtig sein? Ich habe einen Schädel an meinem Scheißhut hängen. Jede Waffe, die ich trage, ist dafür da, eine andere Religion zu vernichten. Wir haben von einem unserer Ritter gehört, dass er Stunde ein Dämon gesichtet wurde. Die Beschreibung gleicht zu stark. Ich war dieser Dämon. Wenn ihr nach Yelesna reisen und euch einen Überblick verschaffen würdet, wäre euch die Dankbarkeit der Kathedrale des Lichts sicher. Ich wollte Lorat schicken. Aber ich diene der Kirche der Dunkelheit. Der ist scheiße. Wir sind voll pro Lilith. Ja, ich meine, ja. Ja, ich jedenfalls schon. Ja, verbeug dich lieber von mir. Meine Skelette sind auch heilig. Die wollen gesegnet werden. Eine liest gerade die Bibel. Bei den Minen von Yelesna. Routineuntersuchung. Könnte auch jeder sein. Noch nichts gefunden. Priester samt Rittergarde wurde entsandt.
Erstatten Bericht, sobald wir etwas finden. Kannst du Konzert hier untersuchen oder hat es schon bekommen? Ich konnte irgendwie diesen Konstantin. Wer ist Konstantin? Weiß ich nicht. Tinopel? Konstantinopel? Konzert hier untersuchen? Das kann ich hier nicht tun. Nö. Okay, dann hast du ja wahrscheinlich schon bekommen, ne? Reist nach hier, Lesnar, habe ich bei mir. Bei mir steht gar nichts im Moment, aber. Ja, dann hast du nichts aktiviert wahrscheinlich oder verfolgst nichts. Ich folge niemanden. Befleckter Ruf heißt das bei mir. Ich guck mal eben. Was mich ein bisschen verwirrt ist, die Hauptquest, die Kampagnen, die heißen alle Akt 1, 2 und 3 und anscheinend können wir die schon in jeder Reihenfolge machen. Was ein bisschen komisch ist. Die versiegelte Tür. Ja, das ist eine Nebenquest. Ich habe Befleckter Ruf, das ist Akt 1, Kampagne 1. Hier steht ja nichts davon. Doch, da Befleckter Ruf. Also nach hier lassen. Ja. Da müssen wir auch irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Machen wir doch gerne. Mal Pferde freischalten. Ja. Schliches Tor aus. Ja, da Analphabetentum. So, wow, der hat auch eine Menge Skelette gehabt. Warte, wer ist Level 15? Der hat auch Geister. Hier lang. Runter. Da war eine Nebenquest. Ja. War so ein blaues Ausrufezeichen in der Richtung. Ja, wird vertagt. Muss noch ein bisschen weiter in der Story kommen. Ich bin noch nicht bereit. Was ist das? Oh, hast du ein Auge gefunden gerade? Ja, das ist ja von den Untoten, ja, aber nicht von meinen. Oh, hat schon wieder. Ja, hat noch eine Quest gefunden. So nebenbei. Ah. Lohnt sich doch alles kaputt zu machen, anscheinend. Finden wir immer wieder neue Geheimnisse. Wie bei Final Fantasy 16. Genau. Jede Truhe ein neues Abenteuer. Genau. Da ist schon wieder eine neue. Schon wieder was hier gefunden. Bessere Tage. Na, jetzt hat auch. Hier ist wieder ein Ereignis, glaube ich. Hm. Hast du auch gerade irgendwie eine Quest bekommen wieder? Ja, ja. Okay. Alter. What? Pony. Meins.
So, hier geht's wieder ab, glaube ich. Ja, das ist ein Alten. Oh, da ist schon einer. Oh, hat schon einer erledigt. Seid vorsichtig. Na, die kommen erst, Daniel. Aber wir müssen die Dinger ja beschützen. Finger weg. Ich hab gesagt, Finger weg. Ich bin noch nicht. Ich muss warten. Gut. Weg von mir. Meine ich gerade noch ein anderer Spieler? Ja, so. Ist der schon fertig gewesen. Oder er ist abgehauen. Oh Mann. Oh. Ich kann einfach meine Ketten nehmen und die von dir wegziehen. Ja. Oh, ein Morgenstern. Ich kann das ganze Zeug nicht einsammeln, weil die ja nur Gegner sind. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Oh, ein goldenes Schwert. Oh. Ich würde die ganze Zeit hier auch goldene Sachen. Ich bin noch nicht bereit. Und was ist denn Runenband? Das kenne ich nicht. Teuflischer Schützer. Schon wieder neuer her. Hm. Was hat eine Duellantenfleisch? Ich lasse das mal fallen, ne? Hm. Ja, das ist besser als was ich habe. Dankeschön. Jo, ich brauch das nicht. Klar. Also ein Einzelner auf mich los. Steckt in die Sockel. Ich weiß nicht, was du da gefunden hast. Die Diamanten oder ja, meine Schmucksteine da. Ja. Ja, die kannst du in Klamotten reinpacken, die so Löcher haben. Ja, das ist mir schon klar. Aber... Ja, weg ist levelt einfach ab, ohne was zu machen. Ja, stimmt. Habe ich auch. Oh, ich kann sogar in meine Robe rein tun. Ist es irgendwie gedacht, hier in Jedi Survivor hier viele Bosse irgendwie erst später zu machen? Hier diesen Rancor zum Beispiel. Ja, der ist schwer. Ich habe schon wieder irgendwie. Ich habe den sofort gemacht. Ich habe da irgendwie so einen komischen Frosch gefunden noch auf dem Planeten. Meinst du Octoboktu? Ja, irgendwie soweit, genau. Gab es beim ersten ist, Teil. Octoboktus Brot ist das. Das ist... Ja. Der habe ich nämlich auch geone-shottet. Ja, der ist noch schlimmer als der im ersten Teil.
Es wird noch besser, Daniel, wenn ihr noch weiterkommt, Daniel. Keine Angst. Du musst ihn ja nicht unbedingt besiegen, ganz ehrlich. Der gehört nicht zur Story, der Kerl, aber... Ja, aber irgendwann will ich ihn ja auch mal erledigen. Ja. Wer aus die Welche ja auch nicht sofort machen. Erst noch meine Gesundheit und so was ein bisschen erhöhen, aber was weiß ich. Ich habe nie wirklich Machtfähigkeiten oder so benutzt, ey. Ich habe immer nur mein Mensch mit meinem Schwert alles gemacht. Wie ist er denn? Er läuft einfach gechillt hier, nicht hier gegen. Oder nicht ein Skelett auf der Karte? Oh, mehr. Kale, der Schockweber. Ich gebe dir gleich ein bisschen Schock. Ich hab daneben gehauen. Genau, aber ja. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Mein Baba klingt irgendwie viel zu zivilisiert, ey. Neue Hose, oh, die ist grün. Sehr geil. Was hat ein Amulett? Meine Fresse. Widerstand gegen alle Schadensarten, Widerstand gegen alle, also besser. Und ich sehe jetzt auch zum ersten Mal, jeder Gegenstand hat irgendwie so ein Level. Benötigte Stufe steht da unten. Ist mir noch nie aufgefallen. Den Gegenständen, jeder Gegenstand, also Waffen und so, der unten rechts steht immer irgendwie benötigte Stufe. Daran kann man sich so ein bisschen richten, wahrscheinlich. Ist mir noch nie aufgefallen. Okay. Das ist klar, irgendwann, wenn unsere goldenen Sachen irgendwie nicht höher levelige Sachen eingeholt. Ja. Ja, ist auch zum Glück sehr einfach. Ich sehe einfach immer nur eine grüne Zahl. So, oh, das ist besser. Ausrüsten. Das ist sehr einfach gemacht. Ja, da sollte ich vielleicht auch ein bisschen auf die Fähigkeit achten. Ja. Er hat dann nur bessere Rüstung oder so, aber nicht unbedingt bessere Fähigkeiten. Fertig, wir brauchen keine Ressourcen und haben keine Abklingzeit. Boah. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder unendlich drehen. Naja, jetzt bist du wieder ein Beyblade. Ich bin noch nicht bereit. Noch mal ein Tapetenwechsel hier, sehe ich gerade. Schon wieder eine neue Stadt. Nicht solange ich in der Stadt bin. Die Rittergarnison. Was geht? Was benötigt ihr? Rava schickt mich. Ich suche nach Vigo. Ihr und dieses nervige Kind. Das Mädchen liegt uns schon die ganze Woche mit dieser Dämonen. Klingt ein bisschen wie Clive. Vigo ist gegangen, um ihren Behauptungen nachzugehen. Er sollte im Bergbaulager nördlich von hier sein. Eine ganze Eskorte von Rittern ist dort letzte Woche verschwunden.
Zusammen mit ist das die Stimme von dem? Da draußen auf. Ich höre dich ein bisschen komisch. Ein bisschen weit entfernt. Okay. Aber vielleicht ich bin ganz weit weg. Oh, Teleportpunkt. Wegpunkt freigeschaltet. Und hier sind schon wieder so viele Quests. Kuriositäten. Können wir jetzt nicht beim Stall irgendwie ein Pferd holen oder so? Ich meine aber irgendwie Level 20 oder so. Ne. Ne, müssen wir in der Kampagne erstmal weiter. Ja. Na gut. Nehmen wir die Quests einfach mal an. Aber fokussieren uns erstmal auf die Kampagne. Ja, genau. Und wenn die auf dem Weg sind, dann machen wir die halt. Oh. Das ging schnell. Der Ritter und das Vögelchen. Ihr wirkt bedrückt. Mein Ehemann Feodor hat unser Haus mitten in der Nacht verlassen. Er ist tot. Die beiden zur Rede stellen wollte, flohen sie in Richtung eines seltsamen Lichts im Wald. Die wurden von Außerirdischen entführt. Ja. Ich denke, es wird Zeit, nach ihm zu sehen. Doch der Wald ist gefährlich. Würdet ihr mich begleiten? Nein. Aber sicher doch. Die folgt uns, Daniel. Jawohl. Ja. Was für Dienste bietet ihr an? Ich sorge für einen steten Nachschub an, sagen wir, menschliches Herz für die Geistlichen in der Nähe. Allerdings wird es immer gefährlicher, ihren Wissensdurst zu. Ich bin sehr durstig. Ich benötige eine große Menge intakter Ghoul-Herzen aus der. Ich wusste, oh, hast du recht. Ja. Besonderes an sich. Ich bin sehr gut. Sie können sich mit nur wenigen Tropfen Blut reanimieren. Ich würde selbst aufbrechen und sie holen. Doch ich bin es eher gewohnt, mit den vollständig Toten zu verkehren. Natürlich schätze ich eure Diskretion und ihr werdet. Davon haben wir auch, weil wir vollständige Toten. Ja. Gefräßige Tote. So, Alter, das Gebiet riesig. Oh Gott. Nein, geh weg. Oh, da sehe ich schon welche. Komm mal her. Ah ja. Ghoul-Herz, 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 Ghoul-Herz. Keiner ist so cool wie ein Ghoul. Oh mein Gott. Ja, der hat nur einen Arm. Trophäe erhalten, verwandelte. Ja, ich habe auch eine. Ich würde mich schon fragen, ich habe schon bei unserer ersten Sitzung habe ich überhaupt keine Erfolge gekriegt. Hier. Okay. Wie viele müssen wir denn sammeln? Keine Ahnung. Meiner. Nein. Oh, was ist das? Also. Oh, da sehe ich viel auf der Karte. Okay, okay, jetzt hat verschwunden. Nehmen wir an, wir haben genug. Jetzt können wir uns im Mittagessen kommen. Schlau. Ich bin noch nicht bereit. Brrr.
da liegt was. Ich kann jetzt den Reh einfach mit meiner Kette hier anziehen. Noch ein Erfolg. Ja, unschädliche Untote. Ja, sehe ich da unten bei dir. Wie du siehst das? Ja, ich sehe, dass du da unten eine Herausforderung abgeschlossen hast. Und das ist ein Erfolg. Ja. Ich habe 666 Geister getötet. Vielleicht ist der Olivier der Dunkelgestein von Leviathan. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich schon nachgeguckt. Nein, habe ich nicht. Weil Leviathan ist jetzt nicht so ein Big Deal irgendwie. Deswegen wundere ich mich, dass den noch keiner erwähnt hat oder irgendwie gezeigt hat oder so. Der ist aber in der Epoche ein Big Deal, genauso wie Ifrit. Nicht solange ich in der Stadt bin. Falls es den überhaupt gibt in dem Spiel. Aber ich meine, irgendwann hat so mal jemand gesagt, so. Weiß nicht, 8 oder 7. Jedenfalls ein weniger als was ich bisher gesehen habe. Ein mehr, was ich gesehen habe bisher. Hm. Hallo. Seid ihr Vigo? Ich wurde geschickt. Cutscene. Hey. Wird er uns angreifen? Ich bin mir ganz sicher. Sie hatte Hörner wie ein Tier. Spazierte genau hier vorbei. Und meine Mutter ist da drin mit ihr gefangen. Ihr habt sie durchgelassen, Herr. Solltet ihr da nicht für ihre Sicherheit sorgen? Wir haben Soldaten drinnen stationiert. Um die solltet ihr euch auch sorgen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Wer ist dieser Freak? Wie ich irgendwie vertrauenswürdig aussehe. Ja, so ja, voll brustfrei mit Tattoos und so. Bei mir läuft schwarzes Mascara meinen Augen hinunter. Hat sie das? Ich bin traurig. Ich bin ein Member von KISS. Ja, meine Zunge ist verdammt lang. Meine Mutter hat mir diesen Namen gesagt. Ihr spricht von der Tochter des Hasses. Doch. Wir kämpfen gleich gegen den finalen Boss. Dann bin ich der Sohn der Freude. Und der Daniel ist der Bruder der Zurückgebliebenen. Der Daniel ist einfach Bruder Jakob. Ja. Alles klar. Der ist voll der Römer, der Kerl. Na, ich dachte, wir würden jetzt hier zu viert reingehen, weil wir gerade auch noch jemanden hatten, der uns gefolgt. Die verdammte Winde lässt sich nicht bewegen. Wir müssen zu Fuß gehen. Ja klar, warum? Ja. Oh nein! Komm, wir uns besiegen können, komm, geh weg. Der Vegas macht einfach eine Kette aus seinen Skeletten. Er gehört jetzt mir, Mädchen. Eure Mutter gab ihn mir, als ich sie und ihre Begleiterin ziehen ließ. Dann tun wir uns da so runterrangeln. Ah, jetzt sind wir 4, genau. Ich bin halt
Gold haben. Meine. Falscher Angriff. Okay. Ja, gehen wir auch kurz hier rum. Oh, Truhe. Nix. Doch. Der da. Aber ich dachte, er wäre mir zum Stärker. Was ist das für eine Lichtwand? Weiß ich nicht. Warum sind wir schon wieder Gegner? Wer war da gerade hier? Das sind Skelette, Daniel. Die sterben nicht so leicht. Hof. Bleib dicht bei mir. Nein. Ritter und das Vögelchen abgeschlossen. Wir sind das Vögelchen. Wir sind wahrscheinlich. Ja, der hat schon keinen Bock mehr. Deine Mutter ist tot. Nein, verdammt, jetzt bin ich schon wieder. Boah. Wo bist du? Ich versuche zu looten und dann gehe ich mal. Dann gehe ich wieder zurück irgendwie. Ist auch gar nichts zu looten hier. Oh Gott, die Musik ist ja lovely. So. Aua. Ich höre keine Musik. Ja, aber gerade irgendwie so, weiß ich nicht, so mit so Violinen, so Horrormusik. Ja, mehr so Thriller-mäßig, keine Ahnung mehr. Hervorragende Beobachtungsgabe. Oh Gott, was war das? Was war das? Ja, ich war das nicht dran. Da ist so ein Blitz irgendwie gekommen. Ja, das war ein donnerndes Skelett. Ah, Tobsucht. Abgeschlossen. Unschädliche Untote. Was ist das? Schwengel? Ich habe einen Schwengel gefunden. Das ist eine Lanze. Die will ich aber nicht benutzen. Ja, den ganzen Alt für dich haben. Ich habe die ausgerüstet. Ja. Das ist die geformt wie ein Penis. Ja, schau dir meinen Schwengel an. Ich schwinge den gerade durch die Gegend. Hervorragend, dann werde ich sowas von aus dem Kontext reißen. Oh, ein goldener Schild. Ich benutze kein Schild. Was ist denn Verteidigung? Oder Kälte? Hm. Ich benutze meine Nippel, um den Gegnern meine Augen auszustechen. Und ich schlag ihm mit meinem Schwengel. Die Kommentare schreiben sich schon fast von allein. Ich gehe einfach durch das Licht durch. Meiner. Din, 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 din. Nein, das ist geschlossen.
Na los. Mach schon. Danke. Okay. Doof. Eine Sackgasse. Da reinspringen. Nicht springen, Daniel. Was ist denn überhaupt so besonders an diesem Ort? Was würde Lilith hier wollen? Deine Mutter. Ich habe keine Ahnung. Prava sagt uns nichts. Niemand geht hinein, nichts kommt heraus. Das ist das. Wir sind voll die Armee, ey. Ich, Daniel, ich. Kein Aufzug. Die Blockade muss sich weiter unten befinden. No. Schon wieder kein Aufzug, ey. Was ist denn das für ein Dorf hier? Hier drüben. Ich kann mich zur anderen Seite durchquetschen. Du bist sowas von tot, wenn du das machst. Los, geh. Und weg ist sie. Ich kann auch dadurch. Gib mir jemand etwas Öl. Der Daniel zieht einfach die Öffnung weiter auseinander mit seinen Muskeln. Lass mich erst meinen Schwengel nehmen und in das Loch reinstechen, um zu gucken, ob das sicher ist. Ja, okay, okay. Da sind ja auch noch welche. Regnet bei dir auch so, Daniel? Was denn? Regnet es bei dir auch? Sehe ich nicht. Bei mir donnert. Ja, donnern höre ich auch, aber ich sehe den Regen nicht durch meine Vorhänge. Das regnet ganz schön heftig. Ich kann den auch nicht sehen, ich kann den hören. Ey. Das hört sich an, als hat einer die Dusche voll, kann aufgedreht. Ey. Aua. Hast du Schaden genommen, Daniel? Ja, ein bisschen. Sehr gut. Würde sie nicht tun. Oder sie hätte es nicht tun sollen. Ich bin sicher, sie hatte einen guten Grund. Ja, die hasst dich. Hallöchen, na? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der große. Oh, was ist das denn? Ich habe was Oranges gefunden. Das ist noch eine Stufe höher, nehme ich an. Cool. Gibt's aber noch eine Stufe höher. Neues Schwert. So, was? Er hat sich in Vögel verwandelt. Ich hab's getrickst. Mit diesen einen Move von Itachi gemacht hier. Jetzt in Krähen verwandelt. Ich bin auf dem Manga von Naruto am Laufen. Ja, ja, von Minato, genau. Ja, der soll ziemlich gut sein. Der soll schon besser sein als Boruto, ja. Ja. Und das nach irgendwie nur nach ein paar Kapiteln schon. Ja. Ja.
Habe ich gar nicht gewusst, dass das irgendwie so in Produktion war oder so, bis das irgendwie rausgekommen ist. Ich hab davon gehört, aber. Habe ich nur vor ein paar Wochen oder so. Oder vor einer Woche oder so. Die warten ja alle darauf, dass nach Boruto weitergeht mit Boruto Shippuden. Ja. Die werden das nicht so nennen, aber da kommt jetzt ein Timeskip. Ja, ja, die sind schon, glaube ich, erwachsen. Ja, das ist erwachsen, ich würde sagen, wie in Shippuden halt dann Alter. Naja. Also wo die im Intro waren halt. Ja, ja. In der ersten Szene hier. Hier geblieben. Genau. Gut gerüstet, damit jede heute ungewöhnliche Herausforderung abgeschlossen. Oh, gleich zurück. Dein kleiner Trick funktioniert nicht. Ich zieh dich einfach zu uns hin. Da. Mir ist ein Kieselstein auf den Kopf gefallen. Gehen wir da lang oder? Warte, lass mal zurückgehen, da ist auch noch was. Wenn die nicht stirbt, dann werde ich dafür sorgen, dass sie stirbt. Ich werde die in dem Eintopf ersäufen. Du musst einen Eintopf kochen, Daniel, okay? Ja, alles klar. Warte, da unten hat man noch ein Gebiet, was wir nicht erkundet haben. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ah. Okay, jetzt höre ich den Regen draußen bei mir. Ja, ist ganz schön laut. Meine Last. Das Gebiet mussten wir unbedingt erkunden. Ja. Nein, ich wollte da auch rein. Oh, da sind wir in unserer vollen Schönheit. Also rum am Ladescreen mal unsere Charaktere da. Okay, warte mal, irgendwas habe ich gerade fallen gelassen. Nein, ich habe gerade. Aber ich habe gerade eine Herausforderung abgeschlossen. Okay. Und da habe ich einen Ring bekommen. Ist ja auch immer im Ladescreen unsere Charaktere da. Nee. Nee? Warte mal. Ab und zu unsere Charaktere, die da zu sehen sind im Ladescreen. Ich habe hier ist ein Stab, den ich gefunden habe. Und ich habe sowieso keinen Platz. Kannst du mal gucken, ob das für dich was ist. Ich muss ein bisschen Platz schaffen, ja. Mhm. Ich kann einen rohen Schädel in meinen Sockel reinpacken. No. Oh, jetzt hab ich den Ring her. Zeit, um nein, ich kann gar nicht zurück in das alte Gebiet. Na, egal. So. Da immer noch keine. Immer noch drei Punkte. Oh, ich habe zwei Fertigkeitspunkte. So, mehr Heilung. Mehr HP. Ja, jetzt geht's mir wieder gut. Mhm.
Ich bin halt sogar, wenn ich so viele Waffen bei mir habe. Aber nur zwei benutzen kannst. Ja. Eine Ein-Mann-Armee. Und du hast eine Armee. Ja. Na, hast du mit denen geredet? Ja, habe ich. Okay, bei mir stand irgendwie eine Zwischensequenz, wurde vom Weges abgeschlossen. Diese Statue, das ist sie, wie ich sie gesehen habe. Lilith. Ach, da kann auch jeder sein. Wir müssen meine Mutter finden. Deine Mutter ist tot. Sie wird wahrscheinlich als Brutkasten verwendet oder so. Hier drüben, die Wände. Endlich, unser Fluchtgefährt. Oh, Hölle. Ein Dämpfer. Ich hab's repariert. Magic ist passiert. Untergrund. Wir brauchen Verstärkung. Brauchen wir das? Brauchen wir Verstärkung? Ich hab genug Verstärkung. Das kam von jenseits des Tors. Ich bin die Verstärkung. Von Kasama. Jin Kasama. An Tekken. Sie sind alle tot. No, big surprise. Ja, die sind alle tot. Konnte das noch passieren? Warte, hier lebt noch einer. Wer hat das getan? Vigo, es war eine der Frauen, die ihr geschickt habt. Nur, dass sie kein Mensch war. Sie war ein Dämon, wie die Statue. Sie behauptete, die Mutter Sanctuarius zu sein. Es war ein verdammtes Blutbad. Ja. Die andere Frau, Venard, wo ist sie? Tot. Sie flehte um ihr Leben. Lilith verschonte sie, führte sie tiefer hinein. Gebt auf, Mädchen. Sie ist verloren. Wie wir. Vigo, ihr müsst mir zuhören. Der Stahl hat nichts genützt. Zauber, Gebet, alles nutzlos. Geht nach Kovala. Erzählt es Brava. Alarmiert die Armee. Den Vater, das Böse selbst, kommt auf Sanctuaria zu. Aber ich bin doch schon hier. Tut. Was sollen wir noch mal machen? Jetzt sind die alle tot. Eure Mutter hat mir gesagt, dieser Tant würde Glück bringen. Und ich habe ihr auch noch vertraut. Sie hat euch damit bestätigt, ihr euch jetzt? Ihr hättet sie überhaupt nicht durchlassen dürfen. Aber es ist noch nicht zu spät. Sie kann noch gerettet werden. Nein. Nicht von mir. Nicht mehr. Brava wird wissen, was zu tun ist. Wer ist das denn? Ihr verlasst uns? Lasst sie im Stich? Sie ist tot. Da gibt es nichts mehr im Stich zu lassen. Sie ist so gut wie tot. Das hört sich an wie ein rationaler Mann. Und er ist weg. Er hat uns wirklich einfach verlassen. Wir gehen jetzt auch. Jetzt liegt es an uns. Was heißt denn hier uns? An dir liegt es. Du bist jetzt der Dovahkiin. Los, Mädchen. Auf einmal dreht sie sich um und fängt an, die Musik zu hören. Ja, genau. Die wird uns in den Arsch treten. Es sei denn. Die einzige Hoffnung für Tamriel. Was ist das? Das Ende.
Oh, hier war eine Gang. Ich glaube, hier war Gangkeile oder so. Oh. Von Sanctuario. Bist du nicht eine Nachrichtensprecherin? Hm. Tochter des Hasses. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich habe, was ihr sucht. Ihr dürstet nach Wissen. Dann lies mal ein Buch, Mädchen. Ich suche danach, euer Kind durch ganz Sanctuario gezerrt. Was willst du denn wissen? 2 plus 2 ist 4. Nein, ich habe sie gelehrt, wie man überlebt. Ist es das, was ihr glauben wollt? Macht euch nichts vor. Ihr habt Fragen. Ich habe Antworten. Und ich habe Hunger. Und ich habe keine Ahnung. Alles, was ich gelesen habe, warnte mich vor euch. Ihr habt so viel gelesen. Und doch wisst ihr so wenig. So fühle ich mich auch, Bro. Angebot an. Ich weiß nicht. Lasst ihr es mich versuchen. Ich will es versuchen. Eure Mutter ist am Leben. Sie kam mit Lilith hierher. Was ist denn? Wie könnt ihr euch da sicher sein? Manchmal sehe ich Visionen. Oh, der hat er gar nicht gesehen. Ich wollte schon sagen. Ich habe sie gesehen. Was? Wie? Liliths Blüten. Ihr Blut wurde mir einst verabreicht. Ich bin Lilith. Ich habe eine Vagina. Boah. Ich glaube, da drin sind Gegner. Ja, da sind welche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, mach mal Lilith platt, ne? Ein Ding. Ich glaube nicht, dass wir die platt machen. Die macht uns platt. Hier ist aber bestimmt nur ein kleiner Bösewicht in dem Spiel, deswegen ist sie auch auf den Cover des Spiels. Der Hauptbösewicht. Wann war jemals ein wichtiger Charakter auf ein Cover von irgendeinem Spiel? Wie Final Fantasy 14. Ja. Da kommt irgendein Update von raus oder so. Ja, da kommen dauernd Updates raus, glaube ich. DLC oder so. Ja, das ist ja ein Online-Spiel. Achso, das wusste ich nicht. Ja. Du musst halt spielen, Daniel, das ist online. Naja, ich habe erst. Ich hätte dann vielleicht sogar gespielt, aber ich habe gedacht, das kommt mit monatlichen Kosten. Ich habe erst Jahre später gemerkt, dass das umsonst ist. Oh, oh, oh. Ah. Ich bin gestorben. Oh, du bist tot? Ja. Nein. Nein. Oh, eure Ausrüstung verliert 10 Haltbarkeit. Ah, oh Gott. 10 Haltbarkeit. Am Speicherpunkt wiederbeleben. So, warte mal. Ich konnte gerade mit dir interagieren. Nein. Bist du irgendwo hier, bist du. Ah, okay, jetzt wissen wir auch, wie das mit der Haltbarkeit funktioniert. Wenn wir sterben, verlieren die an Haltbarkeit. Ja, aber in Elder Scrolls glaube ich auch so, ne? Wenn die Schaden nehmen, Daniel. Ja, aber ich auch. Wenn die benutzen. Warte, ja. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich konnte aber mit dir. Ich konnte dich aber, glaube ich, wiederbeleben. Ja, aber weiß ich doch nicht, da stand ich soll Y drücken. Ja, ich konnte. Mich wieder zu beleben. Ich konnte X bei dir drücken in der Nähe. Also nehme ich mal an, ich kann dich irgendwie wiederbeleben oder so. Wie ist denn da passiert? Kannst du mich auch, das ist irgendwann explodiert und auf einmal war ich tot. Oh, er ja? Ja, ah. Ja.
habe nur noch Nebel gesehen und dann habe ich übelst viel Schaden. Okay. No. Schon wieder voll viel Schaden genommen. Ja. Oh. Muss ein bisschen aufpassen hier. Manchmal auch ein bisschen Schaden genommen gerade irgendwo. Das geht schnell manchmal. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Für Blitzschock da. Ich komme nicht weg. Hier ist die ganze Zeit einer. Oh, ich muss mal mein Inventar leeren. Ah, weg damit. Weg damit. Weg damit. Nein, genauso schwach. So. Also da. Hallo, na. Aus dem Weg. Legionen Töter. Mal hier hin. Ah ja klar, dass ich als erstes sterbe. Oh, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Schwarzer See. Ja, ich kann irgendwie nichts machen. Ich auch nicht. Da steht nur abbrechen. Schwarzer Aal. Ich will, wie der Daniel einfach weggeht. Ich stehe hier immer müssen wir machen, dringt tiefer nach Kasama vor. Von der kam man doch gerade, oder? Von der, ja, von der kam man doch gerade. Waren wir noch nicht? Ja, alles gleich aus. Ihrem Sog.